Lieber Wenken, ich wusste, dass ich mich hier auf was Besonderes einlasse, wenn ich von Berlin nach Hamburg komme. Aber das, was ich hier jetzt schon als Einführung gewissermaßen erlebt habe, hat alles, alle meine Erwartungen übertroffen. Und ich hoffe, ich enttäusche Sie jetzt nicht. Freue mich besonders, dass Sie trotz des heißen Wetters und der vielen anderen konkurrierenden Veranstaltungen so zahlreich gekommen sind. Die Udo-Keller-Stiftung hat in der Tat ein attraktives Programm etabliert, das sich bis nach Berlin und ich denke bis in die durch die ganze Republik herumgesprochen hat. Ich bin froh und stolz, dabei sein zu können. Freue mich besonders, den Stifter selber und das, die Vertreter des Kuratoriums hier begrüßen zu können. Ich werde gewissermaßen eine Tour de force machen. Ein solches Thema wie Genomforschung, Fortschritt und Frevel und dann, was macht der Mensch damit und wie geht er damit um, medizinisch und selber, ist natürlich ein Riesenthema. Und jeder einzelne Punkt würde gewissermaßen eine Vorlesung für sich in Anspruch nehmen können und vielleicht ist das auch eine Anregung, es damit nicht bewenden zu lassen, sondern irgendwann einzelne Themen noch in besonderer Weise aufzunehmen. Ich werde Ihnen also ein bisschen was sagen über das Genom, ganz wenig, damit Sie alle wissen nach der Einführung, was die Basis ist, um damit umgehen zu können. Ein wirklich ganz neuer Aspekt ist die Verbindung der Genomforschung mit Evolution. Und ich habe mit Freuden gehört, dass mein guter Freund Svante Paabo auch in dieser Reihe sprechen wird, der zu diesem Thema ganz besonders viel durch seine eigene Forschung beigetragen hat. Und dieses wird natürlich dann Schlussfolgerungen und Konsequenzen haben für die Medizin, die wir praktizieren. Dazu werde ich ein bisschen was sagen, wie wir am Fortschritt daran teilnehmen können. Das Thema Stammzellen darf man dabei nicht auslassen. Und natürlich müssen wir über Fragen der Ethik, wie geht die Gesellschaft, wie gehen wir selber damit um. Ich werde, weil hier diese wunderbare Projektion ist, eine ganze Reihe von Bildern haben, aber einige Bilder sehr schnell durchgehen, um auf einigen dann etwas mehr zu verharren. Wenn wir uns über die Entwicklung der Medizin und die Genomforschung und deren Einfluss auf die Medizin konzentrieren, dann müssen wir wissen, dass die moderne Medizin noch relativ jung ist, wenn wir evolutionäre Maßstäbe antreffen. Vor etwa 400 Jahren war gewissermaßen nur der Blick auf den Menschen erlaubt. Dann wurde die Autopsie möglich im ausgehenden Mittelalter. Dann kam die Organpathologie und als dann die Organpathologie sich das Mikroskop zu Hilfe nehmen konnte mit Rudolf Virchow als dem großen Vertreter, entwickelte sich die Zellularpathologie. Und gewissermaßen der Blick auf den Menschen, der Blick auf die Organe und der Blick mit dem Mikroskop in die Zellen hinein, in die Organe hinein, ist das, was uns heute noch wesentlich beschäftigt. Dazu kam dann die Biochemie, das heißt das, was in den Zellen schwimmt, die Moleküle. Das ist das derzeitige Gerüst der modernen Medizin. Und die Genomforschung ist in Deutschland noch relativ neu, vergessen Sie nicht, sind ja das noch 1995 es kein Genomprogramm in Deutschland gab. Es war auch nicht gewollt, es war gesellschaftlich, politisch nicht gewollt. In anderen Ländern war man da viel schneller vorangekommen. Das heißt, Genomforschung systematisch machen wir erst seit etwa 10 Jahren gefördert in Deutschland. Also ein neues Gebiet. Und wenn wir über Genomforschung sprechen, dann sprechen wir natürlich auch über die Genetik, das, was von den Eltern auf die Kinder übertragen wird. Und wir sprechen über die Beteiligung der Gene, die auf den 22 Chromosomen plus X plus Y, die das Geschlecht bestimmen, verteilt sind. Und diese Gene sind einzeln oder in Kombination dann verantwortlich für die Übertragung der Erbeigenschaften. Aber Genomforschung ist viel mehr als die Übertragung der Erbeigenschaften, sondern ist das Verständnis des Erbmaterials als solches, ganz unabhängig davon, ob Eigenschaften dann übertragen sind oder nicht. Auch das, was im Laufe des Lebens durch Bestrahlung und durch andere Dinge im Genom passiert und das nicht vererbt wird, natürlich die sogenannten somatischen Veränderungen, sind auch ein wesentlicher Teil der Genomforschung. Viele der Krebserkrankungen werden nicht vererbt, Gott sei Dank kann man sagen, sondern sind somatische Veränderungen im Genom selber. Dieses Genom, das ist auch schon alles, was Sie dann wissen müssen für das, was folgt, hat die 22 Chromosomen und dann etwa 30.000 Genen noch vor
5 Jahren dachte man, es müssten eigentlich 100.000 sein. Viele haben das als zweite oder dritte darwinsche Kränkung empfunden, dass wir so wenig Gene haben, der Mensch und ihm nahe Verwandte, Affen und aber auch Maus und Ratte. Es gibt durchaus Tiere, die haben mehr Gene, das heißt, die Zahl der Gene ist gar nicht das Entscheidende. Diese Gene sind zusammengesetzt aus 3 Milliarden einzelnen Bausteinen. Das sind die sogenannten Basenpaare A, T, C, G. Viel mehr müssen Sie dann auch schon nicht wissen. Und dann auf den Chromosom lokalisiert. Und diese befinden sich im Zellkern. Jede Zelle hat im Zellkern einen kompletten Satz dieser Erbanlage. Und aus dieser Erbanlage entsteht die Umgebung der Zelle, die Erbanlage selber produziert ihre eigene Umgebung, indem sie die Gene aktiviert werden und die Zelle produzieren und dann mit den Zellorganellen und den regulatorischen Mechanismen, die die Zellfunktionen ausmachen. Und die Vielzahl der Zellen machen dann die Organe aus und daraus entsteht dann der Mensch. Also Gestaltwerdung im goetheschen Sinne aus dem Kern zum Gesamtorganismus. Und das Besondere ist eben jetzt an der Genomforschung, dass wir mit der Information, die Gene selber sind ja gar nicht aktiv, sondern wird wirklich nur die Informationsträger, dass wir aus diesen Informationen die Gestaltwerdung beobachten können, aber eben auch verstehen können, indem wir zunehmend die Funktion, die Regulation, die besonderen Aufgaben dieser einzelnen Gene erkennen. Einen großen Schritt nach vorne hat die gesamte Genomforschung gemacht mit den epochemachenden Ergebnissen der vielleicht berühmtesten, zumindest biologischen Wissenschaftler Francis Crick und James Watson, die genau diesen Funktions, zunächst mal die Struktur der Gene beschrieben haben, die berühmte Doppelhelix, und daraus dann abgeleitet haben und weiter erforscht haben, das sogenannte genetische Dogma, das nämlich aus den Genen der DNA eine Überträgersubstanz gebildet wird, die sogenannte RNA, die dann übersetzt wird in das Eiweiß, das Protein, das dann die eigentliche Funktion in den verschiedenen Modifikationen hat. Und man ging bei diesem, wie man nennt, sagt, linearen genetischen Modell davon aus, dass dieses reproduzierbar und verstehbar eine lineare Beziehung vom Gen zur Funktion sei. Und daraus hat sich das Missverständnis entwickelt, dass es so etwas wie einen genetischen Determinismus gebe. Ein Gen hat eine Funktion und wenn wir das Gen kennen, dann kennen wir die Funktion und damit möglicherweise auch das Schicksal, das mit dieser Funktion verbunden ist. Sie werden noch sehen, dieses ist ein viel zu einfaches und damit auch falsches Konzept. Aber dieses Dogma, Gen macht Protein, macht Funktion, ist ein wunderbares Gerüst, an dem man sich festhalten kann, zunächst mal, um in vereinfachter Form zu verstehen, worum es geht. Dieser Francis Crick, Watson war Ornithologe, ist also mehr zufällig zu dieser Thematik gekommen, übrigens über meinen persönlichen, mein großes persönliches Vorbild Max Delbrück. Und Francis Crick war Physiker. Und sowohl Watson wie auch Crick waren beeinflusst immer noch von dem Newtonschen Denken, der mit Hilfe von physikalischen Methoden versuchte, damals in der großen Newtonschen Zeit gewissermaßen die Phänomene der Erde zu beschreiben, die Masse, die Anziehungskraft der Erde, Gezeiten der Ozeane, die Bewegung der Sterne am Himmel. Man dachte, mit dem Newtonschen Weltbild versteht man die Welt. Und 1953 dachte man, mit dem neuen Weltbild der linearen Genetik würde man plötzlich die Biologie und den Menschen verstehen. Es hat in der Tat da einen kompletten Umdenkungsprozess gegeben, der mit der kopernikanischen Wende vergleichbar ist. Zunächst mal, wenn wir ausgehen von der damals geozentrischen Welt und der Mensch, der auf der Erde stand und gewissermaßen das Firmament um sich herum betrachtete, konnte sich gar nicht vorstellen, dass er, der Beobachter, nicht Mittelpunkt der Welt sei. Und so geht es auch den klassischen Medizinern zum Teil noch, die auf den Patienten gucken mit dem medizinischen und diagnostischen und manchmal therapeutischen Blick in den Menschen hineingucken und meinen, damit würden sie ihn verstehen.
Damit verstehen sie große Teile natürlich, aber nicht das Ganze. Und man muss sich in die andere Position bringen. Heliozentrische Weltbild, wir stehen nicht auf der Sonne, aber die Sonne ist der Mittelpunkt dessen, was um uns herum passiert. Und wir Erde kreisen drumherum. Das Gleiche passiert mit der molekularen Medizin. Wir haben von innen heraus, vom Kern, gewissermaßen die wesentliche Information für das Verständnis der Entwicklung der Biologie, der Entwicklungsbiologie, der Gestaltwertung. Und das ist ein wesentlicher Punkt von innen heraus, ein ganz anderer Blick. Aber wir brauchen natürlich auch den Blick von außen. Am Schluss, Sie werden sehen, brauchen wir beides. Das ist gewissermaßen die Grundidee der Genomik und einige Vokabeln, die dazu notwendig sind. Nun zur Evolution. Evolution, Entstehung des Lebens vor etwa 3,5 Milliarden aus den Einzellern, wahrscheinlich haben wir relativ gute Vorstellungen, auf den Schwefelvulkanen der Meere mit den ersten Kristallisationsprodukten, aus denen dann die ersten Moleküle entstanden, dann die Einzeller und daraus über die verschiedenen Wege, die uns nahestehenden Lebewesen, Maus, Schimpanse, Hominiden und dann der Homo sapiens. Das ist der gerade Weg und natürlich wesentlich verkürzt. Ich komme auf dieses Bild nochmal zurück. Der eigentliche Evolutionsweg und das eigentliche Verständnis für Evolution beruht darauf, und Sie haben hier im Planetarium bei den vielen Zellen Zellteilungen gesehen, dass wenn der Einzeller entsteht, das erste Leben also entsteht, dieser sich vermehren muss über Zelldopplung. Und gehen wir mal davon aus, dass etwa 3 Milliarden Bausteine in dem Genom einer solchen Ausgangszelle vorhanden sind. Wenn die sich dann verdoppelt, dann kann es gar nicht anders sein, als dass in der Natur Ablesefehler bei dieser Verdopplung des Erbmaterials auftreten. Und nun gibt es unterschiedliche Schätzungen. Ich habe eine ganz konservative Schätzung, die sich auf die Biologie höherer Lebewesen und des Menschen bezieht. Bei einer Zellteilung entstehen sicher 12 Veränderungen in dem genomischen Material. Wahrscheinlich sind es viel mehr. Das kann man sehr schwer nur untersuchen. Viele werden wieder repariert. Einige sind deletär, tödlich und diese Zellen vermehren sich nicht weiter. Also das ist eine konservative Schätzung. 2 Veränderungen, Mutationen bei einer Zellteilung. Und nun besteht der Mensch aus 100 Billionen, das heißt 100 mal 10 hoch 12 Zellen. Das bedeutet, wenn wir von der Ursprungszelle der Zygote nach Verschmelzung von Ei- und Samenzelle zum ganzen Menschen kommen mit den 100 Billionen Zellen, dann haben wir 12 mal 100 Billionen Erbveränderungen, die jeder einzelne von ihnen mit sich trägt. Das heißt, sie tragen gar nicht das Erbmaterial ihrer Eltern von Mutter und Vater jeweils zu 50% mit sich, sondern bei ihrer eigenen Entwicklung entwickeln sie ihr eigenes individuelles Genom. Dass einige Ähnlichkeiten bestehen bleiben, wissen wir, bei eineigen Zwillingen mehr als bei zweieigen und bei Kindern, die konsekutiv geboren sind, noch bestehen weiter Ähnlichkeiten, aber weiter entfernt. Aber jede einzelne Zelle und jeder einzelne Mensch hat aufgrund einfach dieser biologischen und dass dieses schneller reguliert werden kann. Dieses Gen reguliert die Mundmuskulatur, Schlund- und Mundmuskulatur, ermöglicht dem Menschen, die Atmung besser zu kontrollieren, ermöglicht den Menschen, Vokale und Konsonanten feiner voneinander zu trennen, eine differenzierte Sprache zu entwickeln und damit das Denken zu vokalisieren, einen Dialog zu führen. Und wir können das gerne in der Diskussion fortführen. Ich bin fest überzeugt und mit mir einige, gibt es ganz andere Vorstellungen auch, dass diese Dialogfähigkeit, Denken zu transportieren und aus dem Dialog zu lernen,
die eigentliche Überlegenheit des Homo sapiens ausmacht. Denn es ist gar nicht einzusehen, dass biologisch oder bezüglich Reproduktion der Neandertaler oder der Homo heidelbergensis diese Mutation nicht hatten, weniger reproduktiv waren. Also dieses ist ein interessantes Merkmal für den Homo sapiens und für mich besonders einleuchtend, wie kleine Mutationen, kleine Veränderungen im Genmaterial wichtige evolutionäre Vorteile hervorbringen können. Nun ist die Frage, was folgt daraus für die Medizin? Dies ist natürlich wieder ein Riesenthema und ich kann das nur anreißen. Wenn Sie akzeptieren, dass die Biologie des Menschen aufgrund der Variabilität und aufgrund seiner evolutionären Entwicklung notwendig ist, dann können wir Gesundheit nicht als einen Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen, sozialen Wohlbefindens definieren, wie es die Weltgesundheitsorganisation mal getan hat, sondern Gesundheit und Krankheit sind integraler Teil des Evolutionsprozesses und damit entscheidend für das Verständnis von Gesundheit und Krankheit. Und das ist die Grundaussage der evolutionären Medizin. Und die Evolution zeigt insofern aus der Vergangenheit in die Zukunft und lehrt uns Perspektive und Bescheidenheit für die Momentaufnahme, die wir heute und Gegenwart nennen, in der wir leistungsfähig sind und uns gesund fühlen. Und gerade die Möglichkeit der zeitweisen Gesundheit, das heißt der Fähigkeit, Lebensanforderungen zu erfüllen, denn was ist Gesundheit? Lebensanforderungen zu erfüllen, setzt zwingend die Hinnahme der Disposition zur Krankheit voraus. Und der hohe Preis, den wir für das Gut genetische Leistungsvielfalt zu entrichten haben, ist dann folgend die gewaltige Anzahl missglückter, in Anführungsstrichen genetischer Varianten, beschädigter Erbanlagen, entwicklungsgestörter Keime, behinderter Nachkommen und zu Krankheiten aller Art disponierter Alltagsmenschen. Das sind wir. Um evolutionär betrachtet gesund und leistungsfähig zu sein, müssen wir zugleich alle erdulden, krankheitsanfällig und von Geburt an genetisch anders, nicht standardisiert, beschädigt zu sein. Erbliche Unzulänglichkeiten sind daher keine molekularbiologischen Pannen und auch keine Strafe der Götter, sondern sind der teure Preis für das Leben an sich. Und richtig verstandene Genomforschung führt so nicht zu einer Diskriminierung Kranker und Behinderter, was manchmal argumentiert wird und von manchen befürchtet, sondern, wo nötig, zu deren Rehabilitation. Denn das ist Teil des Lebens. Und gründlich untersucht, genetisch durchanalysiert, zu Ende sequenziert, wird jeder molekulare Veränderungen haben, die ihm irgendwann Beschwerden bereiten und ihn empfindlich für bestimmte Medikamente, Schadstoffe, Umwelt und andere Dinge machen. Das nennen wir dann genetische Disposition. Und auf dieser genetischen Disposition Einzelner beruht ein Teil des medizinischen Fortschritts, den wir aus der Genomforschung ableiten können. Und auch hier kann ich nur kurz auf die Prinzipien eingehen. Wir haben gesehen, dass wir in dem Genom, über das wir gesprochen haben, mit den 46 Chromosomen und den etwa 30.000 Genen, den 3 Milliarden Basenpaaren, den Genotyp charakterisieren. Und dieser Genotyp führt zu einem Erscheinungsbild, dem Phänotyp, der Gesundheit und Krankheit sein kann, der Schmerzhaftigkeit sein und vieles andere mehr. Und Teil der gesamten Kette, über die wir ebenfalls gesprochen haben, der Aktivierung der Gene, der Expression der Gene, der Übersetzung in Eiweiße, der Bildung der Zellen, der Funktion der Zellen, der Ausbildung der Organe und damit des Menschen. Das ist eine Kette, die wir molekular in der linearen Abfolge gut verstehen und in den verschiedenen Verzweige und Ramifikationen zunehmend verstehen lernen.
Dieses ist aber natürlich nur ein Teil und der andere, möglicherweise genauso wichtige in Teilbereichen, der Pfeil ist irgendwie hier, gut, ist die Umgebung und Umgebung ist alles, ist Ernährung, ist Erziehung und vieles andere mehr. Das heißt, die sogenannte Epigenetik, das, was auf die Genfunktion draufkommt von außen, um den Phänotyp, um das Erscheinungsbild zu bestimmen. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel, jetzt vom Genotyp. Das ist ein Gen, das neu entstanden ist im Laufe der Evolution, vor gar nicht langer Zeit, die frühesten Gene wahrscheinlich vor etwa 400-500 Jahren, das kann man relativ gut nachverfolgen. Ein Gen, das entstanden ist aus dem blutdruckregulierenden Hormon Aldosteron, das ist mein persönliches Forschungsgebiet, Bluthochdruckforschung, und Corticosteron, das ist das Stresshormon, von dem Sie alle schon mal gehört haben. Und dieses neue Gen, hat sich im Laufe der Entwicklung verbunden, der regulatorische Anteil des Corticosteron und der hormonproduzierende Anteil des Aldosteron zu einem neuen Gen REC-Aldosteron. Und wenn jetzt eine Stresssituation auftritt, dann wird der Stress die Regulation des Stresshormons verbinden mit dem blutdruckregulierenden Aldosteron und wir haben einen Blutdruck, Bluthochdruck, Anstieg des Blutdrucks, der normalerweise ohne dieses Gen nicht passieren würde. Und durch eine einfache Analyse, die innerhalb von wenigen Minuten durchgeführt werden kann, können Sie eine Person identifizieren, die dieses Hormon hat und damit gefährdet ist, bei Stress Bluthochdruck zu entwickeln. Und da gibt es Möglichkeiten, dieses zu behandeln. Mit ganz konventioneller Methode, indem Sie Stress vermeiden. Das ist nicht immer so ganz einfach im täglichen Leben. Oder aber indem Sie die Stressachse durch Gabe von Corticosteron durch andere Hormone unterbinden und damit die Entwicklung von Bluthochdruck ebenfalls verhindern können. Das ist die sogenannte präventive Medizin. Nach einer genomischen Diagnose wird ein Dispositionsgen gefunden und bevor die Krankheit auftritt, wird durch Vermeidung der Noxen oder durch eine Gegentherapie die Entwicklung der Krankheit verhindert. Noch eleganter ist natürlich eine andere Methode, die ich kurz erwähnen will. Das ist die Gentherapie. Sie können eines der krankmachenden Gene entweder ersetzen oder ausschalten, indem Sie ein neues Gen einführen. Und die Gentherapie hat vor 10 Jahren große Euphorie ausgelöst, weil man meinte, damit hat man für viele Krankheiten eigentlich den Schlüssel, indem wir eine Information, eine gesundmachende Information oder Ausschaltung der krankmachenden Information der Gene herstellt und damit Krankheit wirklich am Kern und im Kern im wahrsten Sinne des Wortes behandelt. Diese Gentherapie ist in Teilbereichen erfolgreich, ist nach wie vor ein wichtiges Forschungsthema, aber wie so vieles in der Medizin muss das, was man macht, immer besser sein, bevor es in die Praxis Einzug hält, als das, was schon vorhanden ist. Und da wir in vielen Bereichen ja medizinisch schon einiges tun können, müsste die Gentherapie sehr sicher sein und sehr gezielt dann auch wirklich die spezifische Krankheit behandeln, bevor sie in der Praxis eine herkömmliche Therapie ersetzt. Und bisher sind die bisherigen Therapieformen mit Ausnahme von einigen bisher nicht behandelbaren Krankheiten nicht wirklich in der Praxis eingeführt. So, der letzte Teil, auf den ich gewissermaßen im genomischen Anteil meines Vortrages eingehen wollte, ist die Stammzelle. Auch dieses nur ganz kurz mit einer handgezeichneten Illustration. Sie kennen die Entstehung der ersten individuellen Zelle der Zygote aus der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Dann die Zellteilung. Nach der ersten Zellteilung entstehen Zellklumpen in der Größenordnung von 4, 8, 16, 32 Zellen, die sogenannte Morula.
und dann bildet sich eine kleine Blase in diesem entstehenden Embryo, die nennt man dann den Blastozysten. Und in dieser Blastozyst, wenn er dann implantiert wird im Uterus, ist totipotent, das heißt, aus ihm können alle Zellen entstehen und daraus entsteht dann nach der Implantation der Mensch. Dieses ist der natürliche Weg der Entstehung nach der Befruchtung, ist gleichzeitig der Weg, wie ein reproduktives Klonen möglich wäre, mit unterschiedlichen Technologien, entweder indem die natürliche Implantation nachgemacht wird oder aber indem Zellkerne transplantiert werden. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Aus dieser Blastozyste können in einem Anteil, der als innere Zellmasse bezeichnet wird, Zellen herausgenommen werden, in Zellkultur gelegt werden. Diese sind auch, wie man sagt, totipotent, aus denen können alle Zellbestandteile des Körpers hergestellt werden, also Muskelzellen, Hirnzellen, Hautzellen, Nierenzellen, Leberzellen, Pankreaszellen, Drüsenzellen. Und mit diesen Zellen, so hofft man in der regenerativen Medizin, mit diesen Stammzellen aus der Zellkultur, gewonnen aus den Blastozysten, kann man die sogenannte Stammzelltherapie entwickeln. Die Stammzelltherapie hat vom Grundsatz her den Vorteil, wenn Sie beispielsweise eine Drüsenzelle des Pankreas haben, die nicht mehr ausreichend Insulin produziert. Bei einem zuckerkranken Patienten fügen Sie heute Insulin zu und müssen das beständig therapieren, häufig mehrfach am Tag und mit großen Schwierigkeiten der Anpassung an Nahrung und so weiter. Die Stammzelle würde den großen Vorteil, Transplantation einer Stammzelle des Pankreas, die Insulin produziert, würde den großen Vorteil haben, dass das Insulin in dieser Zelle reguliert produziert wird und sie gewissermaßen die kranke Zelle ersetzen können durch die gesunde Stammzelle. Dieses ist ein wichtiges und neues und sehr vielversprechendes Prinzip, weitgehend noch in der Forschung und bisher in der Praxis nicht wirklich eingesetzt, aber umso intensiver, wie schon in der Einführung gesagt, auch diskutiert, insbesondere in Deutschland. Wir müssen uns also die Frage stellen, wie weit wir mit diesen neuen Methoden, Gentherapie, Stammzelltherapie, Klonierung möglicherweise von Stammzellen, die aus Material gewonnen wurden, das von kranken Menschen stammt, um sofort die ganz spezifische individuelle Therapie zur Verfügung zu haben, wie weit wir die biologischen Wege für medizinische Forschung und dann Anwendung nutzen können oder wie weit wir aufgrund von ethischen Überlegungen davon abgehalten werden sollten. Es ist sicher, und ich denke, das ist deutlich geworden, dass wir mit all diesen Methoden unser Schicksal in der Tat A, besser verstehen, von der Evolution bis zur Entstehung von Krankheiten und es damit auch leichter in die Hand nehmen können. Und die Frage ist, brauchen wir eine ganz spezielle Ethik oder gelten die allgemeinen Grundsätze? Meine persönliche Überzeugung ist, es gelten die alten und wichtigen Grundsätze, nämlich die Achtung vor dem Leben, die Unantastbarkeit der Menschenwürde, die alte goldene Regel, liebe deinen Nächsten wie dich selber, das gewissermaßen Ursprung der Menschenwürde ist und natürlich das Recht auf Selbstständigkeit und der Freiwilligkeit. Und ich gehe mal so ganz schnell durch die Ontogenese des Menschen, wie der Mensch entsteht, durch, um die verschiedenen Phasen Ihnen nochmal vor Augen zu führen. Das ist also die Befruchtung der Eizelle. Das große Konvolut ist die weibliche Eizelle und die Spermien, die gerade befruchten. Das ist nach 30 Tagen das 30 Stunden das Zweizellstadium, dann nach 2 Tagen das Vierzellstadium, nach 8 Tagen die Implantation, nach 4 Wochen erkennt man Konturen des Embryos mit den verschiedenen Organen. In dieser
Zeit übrigens noch ganz ähnlich mit anderen Tieren, das Menschenähnliche noch kaum zu erkennen. Nach 3 Monaten dann der kleine Mensch klar erkennbar. Nach 20, 22 Wochen mit modernen Methoden der Neonatologie können die kleinen Embryonen schon am Leben erhalten werden und dann wird der Mensch geboren. Und die Frage ist, wenn wir diese verschiedenen Stadien ansehen, ab wann ist der Mensch ein Mensch, von der Befruchtung bis zur Geburt und in welchem Stadium der Menschwerdung dürfen wir eingreifen und eine Forschung machen? Ich nehme voraus, dass aus meiner Sicht der entscheidende Punkt noch vor der Befruchtung, das heißt vor der Herstellung der Zygote ist, nämlich wenn das liebende Paar sich gewissermaßen entschließt, ein Kind zu bekommen. Denn das Genomische ist, wie wir gesehen haben und wissen, nicht das alles Entscheidende, sondern das Nest, das wir für das kommende Kind bereiten, ist wahrscheinlich für seine Zukunft mindestens genauso wichtig. Und ob wir nun uns entscheiden, wir wollen die modernen Methoden einsetzen, um die Entstehung des Lebens besser zu verstehen und möglicherweise dann auch einzugreifen oder nicht, was immer wir machen, wir wissen nicht, ob wir recht oder unrecht handeln. Und das mir wichtige Wort ist das von Luther, simul justus et peccator, zugleich gerecht und ein Sünder. Wer etwas tut und wer nichts tut, macht sich in gleicher Weise schuldig möglicherweise oder begeht den rechten Weg. Oder aber die Frage, was bleibt uns wirklich heilig, dürfen wir alles heran, wie bezeichnen wir die verschiedenen Stadien des Lebens? Sind das schon Embryonen, sind das Zellen, sind das Zellhaufen? Manche sprechen von Material, eine auch semantisch wichtige Frage. Und am Schluss gilt eben das Wort von Apostel Paulus, ihr seid zur Freiheit berufen, aber eben zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr euch durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gibt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem Mose, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was richtig ist, lässt sich nicht aus der Natur oder göttlichem Gebot ablesen. Es muss durch Abwägung und Empathie gefunden werden, ist meine feste Überzeugung. Und wenn wir in verschiedene Religionen sehen, dann sehen wir ganz unterschiedliche Auffassungen. Die jüdische Ethik geht davon aus, dass die Kontribution im Wesentlichen, Kontribution des Lebens bestimmt ist durch die Vereinigung von Ei und Samenzelle, aber dann eben mit der Einnistung des Embryos in den Mutterleib das menschliche Leben beginnt und die Mutter in der jüdischen Region eben auch die herausragende Rolle spielt. Am Schluss brauchen wir einen interreligiösen, einen interphilosophischen Kernbestand begründeter gemeinsamer Normen, der sich nach unserem Wissen und nach dem Dialog, der uns zugänglich ist, zwischen den verschiedenen Religionen herauskristallisieren muss. Nicht nur Religionen, das können humanistische und areliöse Argumente natürlich sein. Von allen müssen wir lernen, Riten und Dogmen müssen wir weglassen und wir müssen versuchen, einen gemeinsamen ethischen Grundkonsens zu suchen, solange wir nicht ein autoritäres System haben, das bestimmt, und ich denke, das will keiner. Es wird immer argumentiert, wehre den Anfängen, es darf keinen Dammbruch geben. Und es gibt viele Beispiele, dass diese Dammbrüche viel, viel seltener sind als befürchtet. Ich kann mich selber gut entsinnen, in den 70er Jahren, als Insulin erstmals gentechnisch hergestellt werden sollte und bei der Firma Höchst in Frankfurt dieses verboten wurde. Die gingen dann nach USA. Inzwischen importieren wir das Insulin aus anderen Ländern und die Methoden zwischenzeitlich stellen wir es auch selber her. Das Gleiche gilt für viele andere Methoden, einschließlich der Autopsie, die ich eingangs erwähnte, die zunächst verboten war und wie sich herauszeigt, in dieser Ausprägung eher zu einer erhöhten Sensibilität, denn zu Missbrauch führt. Nur eine Gesellschaft, die kein Vertrauen und kein Selbstbewusstsein bezüglich der selbstgeschaffenen Regeln, Gesetze und Kontrollsysteme hat, reagiert mutlos und ängstlich.
die besten und vermutlich einzig wirklich wirksamen demokratischen Kontrollen wissenschaftlicher Entwicklung und Anwendung sind nicht so sehr Gesetze und feste Regeln. Da gibt es immer Leute, die diese übertreten, und die Kriminalistik, dieses dann ausfindig zu machen, ist nicht so einfach und verhindert natürlich den Missbrauch nicht. Kritikfähigkeit einer aufgeklärten Öffentlichkeit, ein gutes Bildungssystem, Transparenz und Offenheit der Wissenschaft und die Pflege einer Kultur wechselseitiger Achtung, die mit Offenheit einhergeht, ist wahrscheinlich das Entscheidende und das Grundlegende. Und die Folgerungen für Bildung und Wissenschaft sind wechselseitige Toleranz, wie Mittelstraß das gesagt hat, der Natur- und Geisteswissenschaften, Ignoranz überwinden und Toleranz herstellen, Paradigma des isolierten Spezialistentums durch umfassendes Bildungsideal ersetzen, positive Potenziale von Wissenschaft, Philosophie, Religion deutlich machen und die Argumentationskultur stärken. Und jetzt sehen Sie vielleicht auch, weshalb ich diesen Evolutionsschritt des Foxbees 2 gehen für so wichtig halte. Die Vision ist eine humane Wissensgesellschaft, zukunftsoffen, optimistisch, nicht weil schon alles gut werden wird, sondern weil wir den Weg suchen müssen, der in die richtige Richtung geht, und im Dialog immer bereit sein müssen, nach Karl Popper ihn zu korrigieren, wenn notwendig. Natur- und Geisteswissenschaftler erforschen gemeinsam die zentralen Fragen der Menschheit. Die Lebenswissenschaften und eine neue ganzheitliche Medizin sind eine der wichtigen Leitwissenschaften und Leitpraxis dafür. Dieses versuchen wir, und das ist der Schluss, in der Charité zu realisieren. Einige von Ihnen wissen vielleicht, die Charité hat 4 Standorte. Der zentrale ist in Mitte mit dem großen Hochhaus, das zu DDR-Zeiten als ein Symbol der DDR-Medizin gebaut wurde. Hier wollen wir alle Bereiche der Forschung, aber auch deren Anwendung mit der Industrie und mit anderen Forschungseinrichtungen realisieren und daraus einen Leuchtturm der Lebenswissenschaften machen, der vom Gebäude her überstrahlt, aber im Gebäude selber die verschiedenen Kategorien dessen, was ich Ihnen erläutert habe, nämlich die Grundlagenforschung, deren Anwendung in der Medizin, aber auch deren kritische Begleitung durch die Geisteswissenschaften zu regulieren. Meine Damen und Herren, wir sind einen weiten Weg gegangen. Wahrscheinlich habe ich Sie etwas überfordert. Vieles habe ich viel zu kurz erwähnt. Wir haben ja Zeit zur Diskussion. Ich habe versucht, über die Evolution, den Jetzt-Zustand, etwas zu sagen über die zukünftige Entwicklung. Und eines meiner Lieblingsgedichte ist gleichzeitig der Schluss von Angelus Silesius. Ich komme, ich weiß nicht woher. Ich bin, ich weiß nicht wer. Ich fahre, ich weiß nicht wohin. Mich wundert, dass ich so fröhlich bin. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, also ich denke, also es ist in der Tat ein